Hallo zum Blockchain Espresso Episode Nummer 14. Heute möchte ich mit dem Alexander Weibrecht über unsere Theorien, wie die letzten Bitcoin-Kurseinbrüche in den letzten Monaten zustande gekommen sind, reden. Hallo Alexander, grüß dich. Hi, grüß dich. So, ist ja ein Blockchain Espresso, da halten wir uns recht kurz. Was ist deine Theorie, wie es zu den BTC-Kurseinbrüchen in den letzten Monaten, im letzten 3, 4, 5 Monaten kam? Okay, also wir müssen da eigentlich bei solchen Diskussionen immer im ersten Schritt an den Ursprung des Kurseinbruchs gehen, nämlich den sogenannten Blow-off-Top, also ans All-Time-High, das wir hatten, so bei knapp 70.000 oder 69.300. Und an dem Moment hatten wir also rein technisch gesehen, auf zum Beispiel auf dem Tageschart, auf dem RSI, hatten wir einen überkauften Markt. Das heißt, technisch gesehen war einfach der Markt überkauft, im ersten Schritt. Was dann passiert ist, natürlich die Gewinnmitnahme. Die Investoren, große Wale, Investoren nehmen Gewinne. Und das ist einfach was natürlich auf Statistik basiert. Die großen Analysten und die Wale, die haben Mathematiker und Analysten, und dann entstehen sozusagen die ersten großen Kurseinbrüche. Das in Kombination, und das muss man natürlich auch verstehen, wenn man die Börse verstehen möchte, mit den sogenannten Futures- und Hebelprodukten passiert dann Folgendes, dass überhebelte Positionen, die sogenannte, die halt überhebelt long gegangen sind, also überhebelt in sich im Markt eingekauft haben, dann liquidiert werden. Und das heißt, die werden zum Abverkauf gezwungen, um die hinterlegte Margin, sogenannte, also das nennt man dann Margin Call, um die sogenannte Liquidität, die da hinterlegt wurde, um die zu sichern. Und dann entsteht schon eine sogenannte Abwärtsspirale, ein sogenannter Long Squeeze. Und ja, dann bricht der Markt erstmal ein und reißt sozusagen ein System nach dem anderen mit sich. Weil es ist so, dass klassische konventionelle Trader oder Algorithmen eine sogenannte Stop-Loss-Order haben. Das bedeutet, dass der Kurs, ich bin jetzt mal im Detail, ich hoffe, das ist okay, dass sozusagen eine offene Position auch abgesichert wird bis zu einem gewissen Kurseinbruch, und dann wird sie automatisch geschlossen. Das Problem ist, wenn Kurseinbrüche sehr schnell passieren, dann triggert es quasi wie eine Lawine diese Kurseinbrüche. Und das führt dann zu einem Einbruch aus technischer Sicht, der so gewaltig ist, so wie wir ihn erlebt haben nach dem All-Time-High, dass erstmal so viel Unsicherheit am Markt ist, und wohl bemerkt, die Liquidität wird ja dann umverteilt, aber die Leute, die erstmal langfristig, also die Leute, die long waren, also die auf den steigenden Markt gewettet haben, die wurden ja liquidiert. Das heißt, die haben ja viel Geld verloren durch diesen Einbruch. Das bedeutet, dass die Leute, die erstmal diese, man nennt die Permabullen, also die, die langfristig dafür sorgen, dass der Markt nach oben geht, die haben erstmal so viel Liquidität verloren, die müssen jetzt entweder wieder neue Liquidität suchen oder sie müssen sie wieder ertraden, also neue Liquidität schaffen durch Trading. Und da sind wir erstmal an dem ersten Punkt, und bis zur ersten Phase, bei der wir dann im Dezember 2021 waren, das ist dann die sogenannte Konsolidierungsphase, wo dann quasi erstmal wieder so die ersten Wale wieder Liquidität haben, und dann geht sozusagen der Punkt seitlich quasi in so eine seitliche Phase. Und dann ist er nochmal runtergegangen im Januar 2022, dann nochmal runter auf knapp 32.000. Und dann kommen natürlich die ersten psychologischen Themen dazu. Dann kam nochmal das Mining-Verbot von China. Dann kamen die ersten Themen mit KYC-Pflicht, EU-Parlament, Verordnung und so. Also dann kamen die ganzen politischen Aspekte dazu wieder, die dann natürlich diesen sogenannten Bärenmarkt letztendlich befeuern, dass man sagt, naja, die Grundstimmung ist schlecht, die große Liquidität wurde liquidiert im wahrsten Sinne des Wortes, die findet sich erstmal nicht mehr. Dann kamen die ersten Gerüchte auf, dass große Unternehmen wie MicroStrategy und andere Wale sozusagen, dass die auch überhebelte Positionen haben, was tatsächlich ja der Fall ist. Auch solche Unternehmen haben sich Geld geliehen, um noch mehr Bitcoin zu kaufen, und als Sicherheit haben die Bitcoin hinterlegt. Also das heißt, auch da hatte man dann Angst, dass wenn da so Liquidationskaskaden kommen, dass wie jetzt zum Einbruch nach dem All-Time-High, dass es dann auch weitergeht. Und das ist sozusagen die erste Phase des Bärenmarkt oder des Einstiegs in den Bärenmarkt gewesen, der meiner Meinung nach erstmal nur klassische Angst war. Und jetzt sind wir in der seitlichen fallenden Konsolidierungsphase bis runter aufs
und das All-Time-High von 2017, wo fast 17.000 Dollar, bei dem jetzt nochmal zwei Effekte kamen, nämlich die Unternehmen, ich glaube, Celsius Network, nee, was hast du? Ich denke mal, aber in diese Gemengelage rein kann man natürlich jetzt auch verschiedene Akteure am Markt, klar, die haben alle da irgendwie was mitzumachen, aber es kann natürlich auch dann da eine konzertierte Aktion gestartet werden. Siehe den Angriff auf Terra Luna mit dem arithmetischen Stablecoin. Und das kann man natürlich sagen, da hat ja jemand absichtlich große Mengen Geld in die Hand genommen, um das kaputt zu machen. Und ich möchte wetten, der hat da auch ganz gut dran verdient. Ja, Luna ist ein ganz spezieller Fall sogar, über den man sogar im expliziten Fall nochmal sprechen muss. Insofern, man muss wissen, dass in der Phase des ersten Kurseinbruchs, und zwar, wir reden hier vom All-Time-High bis hin zu den ersten 32.000 Dollar, Luna ein relativ guter Outperformer war. Also Luna ist gut gelaufen. Und zwar Luna ist gestiegen, wo alles andere gefallen ist. Woran lag das? Man musste Luna ja kaufen und burnen für UST. Das heißt, die Nachfrage nach Luna war extrem stark, als der Rest des Marktes kaputt ging, um sozusagen diese UST zu minden. Das ist ja das Konzept beim arithmetischen Stablecoin. Man hat Luna geburnt, um UST zu minden. Und man konnte dann UST burnen, um sozusagen dann Luna zu minden, die man dann wiederum verkaufen konnte. UST war sozusagen immer der Stablecoin und Luna selber war dann die gebackte Währung dagegen, also andersrum, oder war der gebackte der Wert dagegen, den man hätte handeln und verkaufen können. Und es gab dann immer so einen in dem arithmetischen Stablecoin gab es halt die Logik, dass letztendlich der Gegenwert der Luna, der gerade auf den Börsen gehandelt wird, der ist in dem Augenblick des Burning-Prozesses und im gegenzüglichen Minting-Prozess dann der Gegenwert in UST, den man kriegt. Und dieser Mechanismus hat, wie gesagt, viele Anleger ja gerettet, in den Eintritt im Bärenmarkt, weil Luna ist gestiegen und viele haben gesagt, Luna ist ein sicheres Pferd, unter anderem mich auch. Ich habe eine meiner größten Positionen in Luna verloren, weil es als Safe Haven galt für viele Blockchain-Leute und Krypto-Leute, so nach dem Motto, das geht hoch, während alles andere fällt, weil Stablecoin braucht man besonders im Bärenmarkt. Das war ja die Idee, zu sagen, naja, wenn ich einen langen Bärenmarkt habe, was kann ich dann machen? Gehe ich in USDT mit iFinex irgendwo auf den Seychellen und Hongkong, wo keiner so richtig weiß, wo die Börsenaufsicht vielleicht morgen einen riesen Crash verursacht, weiß ich nicht. Wo niemand weiß, ob USTT überhaupt das Backing hat. Also das ist ja das Nächste, wo alle Angst haben, dass die gar nicht das Geld haben, um den USDT-Gegenwert überhaupt zu decken. Oder gehe ich in USDC, vollständig amerikanisch gesteuertes Unternehmen Coinbase. Also was mache ich? Ah, cool, da gibt es eine Alternative. Voll arithmetisch, dezentral, Luna UST. Und da haben einfach viele drauf gesetzt. So, und dem Markt einen Schaden zuzufügen, war an der Stelle einfach, weil zwei Dinge passiert sind. Luna hat angefangen, ihre Bitcoin einzukaufen, um den Gegenwert von Luna zu sichern. Nicht den Gegenwert von UST. Sondern weil nämlich diese Attacke, die Möglichkeit einer Attacke immer bestand, haben die gesagt, wir akkumulieren jetzt so viel Bitcoin, dass würde jemand Luna dumpen, kaufen wir Luna einfach zurück und stabilisieren den Preis, damit kann UST auch stabil bleiben. Das war die Idee. Und witzigerweise, und da hast du vollkommen recht, in der Akkumulationsphase, als die schon, weiß nicht wie viel, 100.000 Bitcoin kaufen wollten oder schon 10.000 von Bitcoin gekauft haben oder über 100.000 Bitcoin haben die ja gekauft, in der Phase verkauft Tesla Q2, Quartalsbericht weist es aus, 1,1 Milliarde Dollar ihre Bitcoin ab. Die haben für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft und dann haben die abverkauft, angeblich um ihre Quartalszahlen zu verbessern. So. Und in dem Augenblick kommt der Crash. In dem Augenblick crasht alles und die Leute versuchen und dann versuchen die Leute ihre Luna abzuverkaufen. Und das ist das Verrückte, in dem Augenblick hatten die zwar Bitcoin als Backing, aber die Bitcoin haben nicht mehr gereicht, weil der Bitcoin so eingebrochen war. Also so eine wirkliche Abwärtsspirale. Und ja, das ist dann, das Resultat war, alle wollten ihre UST, weil UST nicht mehr ein Dollar war, was er hätte sein sollen, zurück in Luna minten, um die Luna dann zu verkaufen, was die Abwärtsspirale verstärkt hat. Und so sind wir dann in diesem Chaos gelandet. Ja. Und dann kam ja noch Celsius und dann letztendlich Großunternehmen wie Celsius haben dann ja auch das Problem gehabt. Die haben ja das Geld ihrer Kunden genommen
und haben das in den UST-Contract bei Luna reingenommen, weil die haben 20% Zinsen auf Stablecoins bezahlt. Und das war das einzige, der einzige Nutzen von UST war, ja, 20% Zinsen zu bekommen auf den Stablecoin. Und diese ganzen großen Unternehmen wie Celsius haben ihren Kunden im Prinzip 11% Zinsen bezahlt und haben einen großen Teil der Kohle in Luna geschoben. So, und dann ist Luna gecrashed auf null und jetzt ist das nächste Unternehmen pleite in der Kryptobranche und wieder Hunderttausende von Anleger haben ihr Geld verloren. Ja. Und das ist natürlich sehr schädlich. Und jetzt kommt der allerletzte Punkt und dann höre ich mit meiner Rede auch auf. Ich glaube, das ist so die Story. Jetzt kommt Mt. Gox. Das war einer der größten Börsenhacks der Geschichte im Kryptobereich. Da gab es noch Leute, die haben Bitcoin zu einem Dollar gekauft und die haben tausende Bitcoin da drauf. Und die Ankündigung, dass diese Bitcoin wieder freigegeben werden, nachdem die Insolvenz gegangen ist, die Plattform, also gehackt wurde und die Bitcoin wurden ja zum Teil wieder zurückgeholt. Und die Bitcoin, die jetzt zurückgeholt werden, werden jetzt an ihre ursprünglichen Besitzer wieder rausgegeben. Und da gibt es einige Leute, die werden hundertfache Multimillionäre sein. Und man geht davon aus, dass die diese Bitcoin verkaufen werden. So, das ist der dritte psychologische Knackpunkt, in dem wir uns gerade befinden. Also rein im Kryptomarkt, wir reden noch nicht von Ukraine oder anderen Problemen, dass man davon ausgeht, dass wenn die Leute ihre hunderte Millionen von Dollar ausgecashed bekommen in Bitcoin, dass die das sofort abverkaufen und Liquidität in Fiat wechseln. Und das könnte natürlich zum nächsten Crash führen. Und der Markt macht immer Folgendes. Der Markt preist solche Ereignisse vorher ein. Das ist das Paradoxe. Das heißt, dass wir jetzt noch Einbrüche erleben, kann mit Mt. Gox zusammenhängen, auch wenn das Ereignis noch gar nicht stattgefunden hat. Und jetzt kommt noch die ganze wirtschaftliche Krise dazu und Angst vor Inflation und Bitcoin ist ein spekulatives Asset und die ersten Staaten beginnen halt an, jetzt wieder Zinsen zu bezahlen. Erhöhung von Zinsen heißt, Milliardäre schieben lieber ihr Geld in Staatsanleihen, in denen sie Zinsen bekommen, weil diese Milliarden bringen ja auch mit 1-2% Zinsen, so viel hunderte Millionen Zinsen, dass die natürlich ihren Reichtum erhalten können. Weil Milliardäre versuchen nicht, ihren Reichtum zwangsläufig zu vermehren, so Dynastien, sondern die versuchen, ihren Reichtum zu erhalten. So, und das wollte ich jetzt noch sagen. Und das sozusagen in diesem Marktumfeld bringt uns in den aktuellen Bärenmarkt und in die Sommerpause, in der sowieso wenig gehandelt wird. Das ist so meine Zusammenfassung vom Markt im Augenblick. Ja, stimme ich dir im Wesentlichen zu. Zwei Sachen sehe ich da. Je breiter natürlich der Bitcoin-Markt, also die Bitcoin-Nutzeranzahl aufgestellt ist, umso weniger sind solche Marktmanipulationen möglich. Und die werden ja erst möglich, indem einige Entitäten größere Mengen Bitcoin akkumulieren und dann halt gezielt auf den Markt hauen und von mir aus an den Future-Märkten vor auffallende Kurse setzen und dann da ordentlich abkassieren. Das heißt, Ziel sollte eigentlich sein, möglichst viel Nutzer in Bitcoin reinzukriegen, um die Nutzerbasis breit zu halten. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich dir da zum Teil widerspreche. Ja. Weil das ist zwar ein romantischer Gedanke und auch ein Kerngedanke, der richtig ist. Aus einer rein ökonomischen Betrachtung, wenn viele Leute Bitcoin, also wenn die Distribution breiter ist und mehr Leute Bitcoin haben, dann ist der Preis stabiler. Die Wahrheit ist aber auch, dass der Preis nur in der Börse gemacht wird. Also der Preis wird nur im Markt gemacht. Also ich rede jetzt vom Fiat zu Bitcoin-Preis. Ja? Und egal, wie viele Leute Bitcoin auf ihren Wallets haben, wenn zwei Akteure im Markt sich die einzigen Händler wären auf der Börse, ja, und die würden sich ständig um den Preis streiten, dann würden nur diese zwei Akteure den Preis machen. Am Ende ist es nicht der Endkunde, der den Preis der Allianzakte definiert, also nicht nach dem Motto, jeder kauft Allianzaktien, also ist es sozusagen der Endkunde, der den Preis definiert, sondern am Schluss sind es die großen Hedgefonds, die entscheiden, stoßen sie ihre 5000 Aktienpakete ab oder nicht. Und die aktiv handeln, die machen den Preis. Das sind die, die heute den Preis machen und morgen. Ja, stimme ich dazu. Und das Problem, da wollte ich nämlich hingehen, ist nämlich folgendes. Die Großen kaufen OTC, zu Deutsch unter der Hand, größere Mengen Bitcoin auf. Ich kenne ja da auch so einige, die das da in diesen Netzwerken unterwegs sind. Und dann, wenn sie ihre größeren Mengen Bitcoin preisneutral, also marktneutral, ohne Veränderung der Preise gekauft haben, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, die über Börsen wieder auf den Markt zu hauen und den Preis in den Keller zu dumpen. Und das
Das meine ich damit, das ist halt auch das Problem. Man sollte eigentlich den kompletten OTC-Handel nicht unterstützen, weil das nämlich immer die Basis ist, nicht immer, aber meistens die Basis für manipulierte Kurseinbrüche. Weil wenn die nämlich ihre Mengen, ihre Bitcoin, die sie selber akkumulieren, die sie selber haben, über die Börse kaufen müssen, würde der Preis auch entsprechend nach oben gehen. So, und, ja, und somit würden die auch gucken, dass sie nicht zu viel, zu große Mengen auf einmal kaufen. Das geht aber auch in beide Richtungen. Man muss wissen, die, das weißt du ja alles, ich erzähle es ja den Zuschauern, man muss wissen, oder den Zuhörern, man muss wissen, dass die größten OTC-Abverkäufer natürlich die Miner sind. Und man muss auch wissen, dass jetzt gerade, also in dieser Marktphase, so um die $22,000, $23,000 rum, dass wir, wenn ihr auf Whale Watch mal guckt, dass jetzt gerade riesige Mengen Bitcoin gekauft und akkumuliert werden. Also in diesem Augenblick, heute, gestern, vorgestern, wir müssten an diesen Mengen, die da akkumuliert werden, jetzt, wenn das am freien Markt gehandelt werden würde und der Markt knapp wäre, also von den Orderbüchern, die sehr dünn sind gerade, dann würde sozusagen jetzt der Preis steigen. Aber wir sehen halt, wie gesagt, die Leute machen das preisneutral über die OTCs, über die Over-the-Counter-Geschäfte, vor allem Miner. Das hat, wie schon auch gesagt, auch einen Vorteil, weil natürlich, wenn in Vermarktphasen wie jetzt, wo die Kauforder dünn sind, jetzt natürlich auch Miner abverkaufen müssen, um Strom zu bezahlen, dann ist schon ganz gut, wenn teilweise 1000 Bitcoins nicht einfach mit einer Market-Sell-Order rausgehauen werden, sondern wenn die halt dann an einen großen Investmentfonds gehen, der halt zu einem Festpreis die Bitcoin kauft und fertig. Ja. Nur, du hast recht, die dann das nutzen, um den Markt zu manipulieren mit großen Mengen, die sozusagen vorher keinen Markteinfluss hatten. Das ist ein Problem, absolut. Ja, aber du sagst schon selber, überleg mal selber, Alexander, wenn jetzt dieser Hedgefonds, dieser Fonds, was auch immer, Hedgefonds ist ja auch nichts Positives, also wenn jetzt diese Entität jetzt die 1000 Bitcoin von dem Miner kauft, die über die Börse kaufen würde, dann wäre der Markt auch nicht so dünn. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. So, und wenn ich jetzt sage, okay, OTC machen wir nicht mehr, weil wir das Ökosystem schützen wollen vor solchen Manipulationen, dann hätten wir jetzt natürlich da auch einen ganz anderen Markt, ganz andere Preise und auch ganz andere Umsätze. Und in dem Gefolge schwache Geister, ich drücke es mal so aus, die immer gucken, was andere machen und das dann selber auch irgendwie machen wollen oder müssen, die werden dann halt mitgezogen. Ich denke, das Hauptproblem ist halt das OTC, das zu definierten Preisen ohne Marktbewegung Zeug über den Tisch geht, wo es einen Käufer und einen Verkäufer gibt. Und das ist das Problem. Und dann hauen die, die viele Bitcoins dann haben, hauen die dann halt konzertiert auf den Markt, um den Preis zu dumpen, um am Future-Markt abzukassieren. Ja, aber du sagst es eigentlich auch ganz gut. Die Frage ist immer, an welcher Ende oder an welchem Punkt des Prozesses wir die Kritik üben. Der OTC-Markt als solches wäre nicht das Problem. Das Problem ist der Future. Weil der Future-Kontrakt oder die Option ermöglicht den Leerverkauf. Und am Ende ist das Problem. Man muss ja auch wissen, dass wer am 10. November 2021 bei $68,000 angefangen hat, seine ersten 500 oder 1000 Bitcoin per Market Order abzuverkaufen, hat es nicht nur gemacht, weil er gesagt hat, oh, ich will jetzt Gewinn nehmen, sondern der hat seine Equity auf der anderen Seite in einer hunderte Millionen Dollar Short-Position noch hinterlegt, in einem Leerverkauf. Und das heißt, er hat gewusst, dass wenn er jetzt auf den Knopf drückt, in dem Moment, wo wir an einem All-Time-High sind, ist nämlich das Problem, dass die Orderbücher auf der Buy-Order-Seite nicht zwangsläufig die vollsten sind. Das ist der Moment, in dem sozusagen die kleinste Kaufhistorie da ist, wo die größte Unsicherheit am Markt ist. Und dann gehen die her und machen einen Leerverkauf mit 100 Millionen Dollar, pumpen Bitcoin in die Verkaufsorders rein, knallen den Markt runter, lösen dieses Kaskaden aus und bereichern sich an den Leerverkäufen der Bitcoin, weil das sind ja die, ich meine, irgendjemand hat ja gerade Geld, da sind wir wiederum am OTC-Markt, irgendjemand hat ja gerade Geld, Tausende von Bitcoin zu kaufen. Und das sind die Leute, die diesen Markt runtergedrückt haben mit Leerverkäufen. Ja. Das heißt, wir sehen auch zurzeit an der Kursbewegung, charttechnisch, wir sind gerade in einem vollständig manipulierten Marktumfeld. Wir haben perfekte Liquidationskaskaden. In einer Stunde haben wir 4% hoch, 4% runter, dann sind wir wieder am Einstiegspunkt.
Das sind klassische Marktkaskaden, die seht ihr bei der Stundenchart manchmal. Kurs 4% hoch, 4% runter und dann sind wir wieder genau beim Einstieg. Die Kerze schließt weiß, nicht rot, nicht grün, sondern sie schließt weiß. Das bedeutet, sie schließt und eröffnet, sie öffnet und schließt am Entry, also beim Eingang. Das ist eine perfekte Marktmanipulation, die da stattfindet. Da sitzen in irgendwelchen in Dubai oder sonst wo sitzen Jungs an ihren Rechnern, trinken Chardonnay und haben gerade Spaß dran, sich Millionen Dollar aus dem Markt zu ziehen. So einfach ist das gerade. Und leider, das ist mein Kernkritikpunkt am Bitcoin oder an der Kryptobranche als solches, in diesem sehr noch unregulierten Markt, leider ist das der Markt, in dem am Schluss halt die Anleger Spielball dieser Leute werden. Und das sind unbekannte Leute. Das sind Leute, deren Namen man nicht kennt. Und das macht die Sache so schwierig. Aber ja, das ist nun mal der Vor- und Nachteil an der dezentralen Idee. Ja, da kann man drüber diskutieren. Und das ist dann ja eine Frage der Moral oder der Nutzbarkeit oder der langfristigen Perspektive für so ein Projekt wie Bitcoin. Aber das ist ja nicht Thema dieses Podcasts. Ja, Das ist ein der anderes Punkt Thema. ist ja, den Future-Markt können wir natürlich schlecht aus dem Bitcoin-Ökosystem bestimmen, aber wir können halt bestimmen, wie wir halt die Bitcoins weitergeben. Und ich sehe im Bitcoin-Markt das Problem mit dem OTC. OTC werden halt große Mengen verschoben und die Akteure hauen die dann auf den Markt, weil sie anderswo ihre Gewinne abgreifen. Und klar, jetzt das mit der Kursmanipulation aktuell, das ist ein Spiel in schwachen Märkten. In einem Markt, wo viele Akteure drin sind, kannst du sowas halt schlecht machen. Ja, geht ja auch manchmal schief. Also Ja, nicht alle richtig. diese Jungs gewinnen immer. Es ist für Ja. die, es ist für die, deren Seite auch Roulette. Aber es ist halt ein Roulette mit viel, viel weniger Feldern für die, gerade in so einem Marktumfeld. Die können die Wahrscheinlichkeiten viel besser kalkulieren. Okay, ich Genau. danke dir für unsere Diskussion heute, für deine Anmerkung. Bedanke mich bei den Zuhörern, bleibt uns gewogen, gebt uns einen Daumen hoch und bis demnächst. Bis dann.